Bei der Abgabe ihrer Stimme war Hillary Clinton noch siegesgewiss. Doch die Wahl ging am Ende anders aus. Dabei konnte sie sich auf ihre Spender immer verlassen. Die finanziell sehr gut aufgestellte Familienstiftung der Clintons. Im Wahlkampf bot sie immer wieder Angriffsflächen für ihren Herausforderer Trump. Sie sei käuflich, so der Vorwurf. In der aktuellen Spendenliste der Clinton Foundation taucht nun auch das Bundesumweltministerium auf. Bis zu 5 Millionen Dollar wurden offenbar überwiesen, mitten im Wahlkampf. In der Behörde heißt es dazu, dass grundsätzlich keine Spenden vorgenommen würden. Vielmehr habe es sich um Finanzierungen im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative gehandelt. Ein Projekt der Clinton Foundation in Ostafrika sei kofinanziert worden. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die Familienstiftung mehr als 1,9 Milliarden Dollar eingesammelt und damit internationale Projekte, unter anderem im Klimaschutz, finanziert. Auf das Image der Kandidatin Clinton konnte sich das aber nicht ausreichend positiv auswirken.